Hallihallo, Hallöchen. Nachdem ich es nach Zwei. Mann auch endlich mal wieder nach Hause geschafft habe und mal wieder meinen Arsch hochbekommen habe, um die Kamera aufzustellen, habe ich wieder ein Paket erhalten. Und zwar wieder vom lieben Tim, von dem ich auch das Tachyon bearbeiten lassen habe und von dem ich auch meinen ersten originalen Squid Das ist der Industries Trainer Trainer. habe. Und ja, ich hatte das Paket zwar schon geöffnet, habe auch nur kurz reingeguckt, aber so viel habe ich davon jetzt noch nicht gesehen. Deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal zusammen an. Wir haben hier Verpackungsmaterial. Hier haben wir dann die Messerchen. Und die holen wir jetzt mal eins nach dem anderen raus. Ich fange mal mit dem hier an. So, den Rest legen wir kurz zur Seite. Gut. Besser. Und ja, wir haben hier, wie man sieht, ein kleines Opinel. Ein sehr, sehr schönes Messerchen. Hat er auch ein bisschen bearbeitet. Also ich glaube, jedes einzelne Messer hier ein bisschen bearbeitet, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Hier kann man auf jeden Fall sagen, hat er sehr viel gemacht. Er hat die Klinge hier runtergeschliffen, dadurch hat sie jetzt so einen schönen One-Cliff-Look. Dann hat er sie bestimmt auch alle noch geschliffen, die scharf sind zumindest. Und er hat hier auch den Griff ein bisschen schöner gemacht. Also mir gefällt dieser schwarze Look auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir hier dran auch noch ein schönes Lanyard mit zwei Snake Knots und hier drei Beads oder anders gesagt Schraubenmuttern. Wie das hier heißt, weiß ich noch nicht, aber das werde ich in Erfahrung bringen. Und ja, das ist halt ein normales Opinel so. Ansonsten kann man hier festmachen, wackelt nur ein bisschen. Kann man noch ein bisschen fester machen, wackelt nichts. Und ja, das hier ist das erste. Und jetzt gucken wir uns das nächste an. Und das nächste ist eine kleine Überraschung gewesen. Das hatte mir schon angedeutet gehabt, dass da noch ein bisschen was dabei ist. Und das ist das Messerchen hier. Das ist auch ein kleines Taschenmesser, kann man halt auch auf der Straße mitführen, weil es halt nicht mit einer Hand zu öffnen ist. Also doch schon, aber nicht so schnell wie als wenn da jetzt ein Daumenpin oder ein Spidey-Hole dran wäre. Also wirklich ein kleines Taschenmesserchen. Wir haben hier auch wieder einen schönen Look dran. Das hier hat er silber geschliffen, also runtergeschliffen. Hier hat er das auch alles runtergeschliffen und wie man hier sieht, ist mit Edding oder was anderem nochmal nachgezeichnet oder nachgefärbt. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ja, das wäre es dann auch zu diesem Messerchen gewesen. Wirklich ein sehr, sehr schönes, niedliches Teil. Das wird mich wahrscheinlich demnächst auch mal begleiten. Und wir gucken uns jetzt mal das Hauptpaket an, was hier sich noch drinnen versteckt. Und das sieht so hier aus. Und zwar haben wir hier drinnen nicht ein Tachyon, sondern zwei Tachyons. Und die haben sich hier auch noch ein bisschen eingekuschelt. Hier haben wir Kleber oder sowas. Weiß ich jetzt leider gerade nicht. Hier oben steht aber noch eine Botschaft und zwar viel Spaß. Den werde ich damit bestimmt haben. Und ja, wir packen jetzt hier einfach mal sorgfältig die Messerchen aus. So, das kommt auch erstmal zur Seite und wir gucken uns das hier mal an. Das hier ist ein weiteres Tachyon in der Titan-Variante. Wirklich ein sehr, sehr schönes Messer. Hat er auch wieder sehr toll bearbeitet. Das Latch ist hier noch dran, werde ich aber wahrscheinlich wieder rausmachen. Wir haben hier nämlich diesmal zwei unterschiedliche anodisierte Farben und zwar halt einmal blau und einmal gold. Wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination. Ich bin froh, dass ich das noch bekommen habe, weil ansonsten wäre es noch an jemand anderen rausgegangen. Ja, hier haben wir dann nochmal einen Acidwash auf der Klinge. Sieht auch wieder sehr, sehr gut aus. Oder auf jeden Fall schon sehr gut benutzt, das Messerchen. Was mir auch sehr gut gefällt, er hat hier. Vielleicht weiß man es ja von dem anderen Tachyon, er hat hier die Horns abgeschliffen und das Ding rund gemacht. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Hat auch dann nochmal einen etwas anderen Effekt beim Flippen, dann sind die nämlich nicht im Weg. Wirklich eine sehr coole Sache. Ein bisschen Tap hat es schon, ist aber nicht weiter schlimm. Und wir gucken uns jetzt mal noch das nächste an. Hier darunter haben wir hier noch das ganze Schraubzeug, was hier so spielfreudig herumfliegt und hier drinnen in den Taschentüchern haben wir dann noch das nächste Messer, das letzte für heute.
Und zwar ist es noch ein Tachchen, diesmal aber mit Aluminium-Handles und es flippt auf jeden Fall eindeutig anders. Also ist es auf jeden Fall um einiges leichter, damit zu flippen, und weil es halt auch einfach um einiges leichter ist, wie man sieht. Und ja, hier schlagen die Handles schon ein bisschen nacheinander. Aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Also damit werde ich auf jeden Fall jetzt noch eine Weile Spaß haben. Also wie gesagt, wirklich ein sehr cooles Paket. Hier hat er halt auch wieder einen Acid Wash auf der Klinge gemacht. Aber ansonsten hat er jetzt, glaube ich, nichts weiter an dem Messer bzw. Trainer bearbeitet. Er hat ja halt statt dem Ledge diesmal ein Paracord drinne, damit man halt weiß, welches jetzt die Bite-Handle ist und welches nicht. Und den Pocket Clip hat er ja diesmal auch noch dran gelassen. Wo der beim anderen ist, weiß ich nicht. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Und ich möchte mich dann an der Stelle nochmal bedanken. Was ich dafür rausgeben musste, ist ein kleines anderes Messer meiner Sammlung. Und zwar ein Benchmade 51 mit V3 oder V6 Flightanium Titan Handles. Ich werde das Ding auf jeden Fall sehr schrecklich vermissen, aber die hier sind wirklich sehr. Ein sehr, sehr schöner Ersatz dafür. Und ja, für das andere Tachyon, was hier gerade unten ein bisschen weiter versteckt ist, dafür musste ich dann halt noch ein bisschen Bargeld dazulegen. Aber das ist kein weiteres Problem gewesen, denn beide Seiten sind jetzt glücklich auf jeden Fall mit ihrem Fang. Und ja, das war's dann. Da haut das Messer ab. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Hoffentlich nicht wieder nach einem Monat erst. Bis dahin. Tschüss.